Als erstes Projekt in unserem neuen Smart Living Labor an der FH Technikum Wien haben wir gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit 3 Use Cases prototypisch umgesetzt. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Sicherheit in den eigenen vier Wänden durch moderne Smart Home Technologie. Wenn man jetzt die Menschen fragt, was ist denn der gefährlichste Unfallort, dann tippen die wenigsten auf den Haushalt. Das heißt, die Menschen fühlen sich in den Haushalt wohl, in den eigenen vier Wänden, und gerade das ist aber ein Risikofaktor. Man lässt sich ablenken, die Kinder sind unbeaufsichtigt und so passieren dann die Unfälle. Bei den Kindern ist der Fenstersturz ein Unfall, der vermeidbar wäre und der auch zu oft vorkommt. Wir könnten das mit digitaler Prävention in den Griff bekommen. Daher haben wir mit der FH Technikum Wien Sensoren getestet. Das sind Sensoren, die die Fenster überwachen, und sobald sich ein Kind nähert, geht ein Alarm los. Bei den Senioren ist es vor allem der Sturz aus dem Bett. Das heißt, Personen fallen aus dem Bett und verletzen sich so schwer, dass sie dann sterben. Meistens ist es der Oberschenkelhalsbruch, der dazu führt, dass die Menschen sich nicht mehr eben erholen. Bei den Stürzen ist es bei den Kindern natürlich auch sehr häufig, dass sie sich verletzen, aber noch gefährlicher sind Verbrennungen und Verbrühungen. Das heißt, der Ofen ist ein Gefahrenherd im wahrsten Sinne des Wortes für Kinder, und daher ist hier diese automatische Herdabschaltung ein Mittel der Wahl, wo wir denken, das können wir zur digitalen Prävention in Zukunft einsetzen. Wir wollen diese Unfallprävention vorantreiben, und da haben wir an der FH Technikum bei Professor Braus einen tollen Unterstützungspartner, Kooperationspartner gefunden.